Hallo, ich bin Falk von der Firma Bogenjagdprofi und heute hat der Ruan für uns einen sehr schönen, interessanten Test gemacht über verschiedene Broadheads, sprich Jachtspitzen. Er hat die durch ballistische Gelatine geschossen, 20 cm Block. Und ja, seid gespannt über die Ergebnisse. Sehr interessant, hätten wir selber so nicht erwartet. Wenn euch das Video gefällt, liked es, teilt es gerne, schreibt Fragen in die Kommentare, die versuchen wir zu beantworten. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Hallo zusammen, ich bin Ruan. Heute werde ich einen kurzen Broadhead-Test machen, um zu schauen, wie die Tiefenwirkung verschiedener Spitzen auswirkt. Den Test werden wir durchführen in ballistisches Gelatin, relativ fest. Da gibt es eine ganz besondere Mischung, um auf so eine FBI-Norm zu kommen. Soll dann Fleischgewebe relativ ähnlich sein. Da drauf kommt nochmal eine dünne Platte, einmal 20 mm Styropor und dann so ein 4 mm Schichtholzbrett. Ja, mir geht es nicht darum, ein Tier möglichst getreu nachzumachen, sondern wirklich zu schauen, wie die Tiefenwirkungen von verschiedenen Broadheads sind. Insbesondere geht es darum, diesen Bogen zu testen. Im Juli geht meine Frau mit mir auf die Jagd in Südafrika und Judith schießt diesen PSE Bandit. Ich glaube, der ist aus dem letzten Jahr. Die hat einen Auszug von 26 Zoll und schießt mit ca. 40 Pfund. Also relativ wenig Energie. Jagdlich beschränken wir die auch auf so 10 Meter maximal. Und genau, ich möchte heute schauen, wie die Tiefenwirkungen von verschiedenen Broadheads sind. Mir ist wirklich wichtig, eine Balance zu erzeugen zwischen Tiefenwirkung, Schnittfläche und auch Pfeilgeschwindigkeit. So, neben dem Bogen ist natürlich sehr wichtig den Pfeil. Meine Frau schießt den Eastern Aftermath. Ich glaube, das ist ein 500er Spine. Gesamtgewicht ist so an die 400 Grain. Also ein sehr leichter Pfeil. Aber mir ist wichtig, dass die mit ihrem Setup immer noch so an die 200 Feet per Second hat, damit String Jump nicht ein allzu großes Problem wird. Wie vorhin auch schon gesagt, beschränken wir meine Frau jagdlich auf 18 Meter. Dadurch hat man String Jump schon deutlich reduziert. Aber es gibt trotzdem noch verschiedene Tierarten wie Impala, Warzenschwein, aber auch das Rehwild, was extrem schnell reagiert. Deshalb, also wirklich die Kombination macht es. Heute werde ich testen 5 verschiedene Jagdspitzen, Spitzen, die ich persönlich auch auf der Jagd benutze. Einmal hier, ich glaube, der fokussiert, die G5 Dead Meat, eine mechanische Spitze im geöffneten Zustand. Hat die 3 Klingen mit ca. 1,5 Zoll Durchmesser. Als nächstes habe ich die Grim Reaper. Das ist eine der Stainless Steel Profi Serie. Geöffnet hat die auch so knapp über 1,5 Zoll Schnittdurchschnitt. Die letzte Mechanical, die ich im Test heute habe, ist die Server. Das ist die Max Penetration. Geöffnet hat die ca. 1,5 Zoll und genau, bewegt sich frei. Laut Server ist das damit, wenn schwere Knochen im Weg sind, die Klinge dann auch aus dem Weg drehen kann. Aber wie genau das im Gelatin aussehen wird, werden wir heute auch testen. Und dann habe ich auch 2 feststehende Spitzen. Also einige Zeit lang habe ich auch mit die die G5 Montec habe ich auch recht erfolgreich mitgejagt. Und natürlich auch der klassische, die German Kinetic, hier in die XL-Version, auch mit knapp 1,5 Zoll. So, alle Broadheads sind relativ gleich in der Schnittquerfläche. Natürlich haben wir einige mit 2 Schneide und andere mit 3 Schneide. Da werden wir auch sehen, wie die unterschiedliche Tiefenwirkung ist. Um das alles
wirklich vergleichbar zu machen, sind alle die Klingen auch geschliffen. Also sind alle wirklich rasiermesserscharf. Kann ich jetzt nicht wirklich beweisen, außer mich zu rasieren. Keine Ahnung, ob man das in der Kamera sieht. Also sind alles entweder neue Klingen oder selbst geschliffene Klingen. So, dann würde ich sagen, jetzt geht's nach draußen und dann wird getestet. So, jetzt sind wir bei mir im Carport. Hier werde ich schießen. Also hier kann wirklich nichts passieren. Ich habe einige Zielscheiben da hinten als Pfeilfang. Ich habe einen Sandsack, also kann nichts passieren. Auf der Holzplatte habe ich angegeben, welche Broadhead ich wohin schießen möchte. Also damit jeder Broadhead wirklich ein neues Stück bekommt und damit das Ganze wirklich vergleichbar ist. Und so nach hinten geschaut, hier ist das Stück Styropor und dann das ballistische Gelatin. So, dann geht es jetzt los. So, da sind wir jetzt. Geschossen habe ich, auch zum Glück getroffen. So auf den ersten Blick sehen wir relativ starke Unterschiede bei der Tiefenwirkung. Also komplett anders wie erwartet, habe ich eigentlich die ganzen Mechanicals, die tiefer eingedrungen sind, als die zwei feststehenden. Genau, am Holz sieht es diesmal aus, ob die Mechanicals erst später sich geöffnet haben. Bei der G5 Montech und German Kinetic habe ich natürlich den kompletten Schnitt vom Anfang an. Die Dead Meat hat sich schon geöffnet, die Grim Reaper zum Teil. Aber gleich beim Auseinanderbauen werden wir schauen, genau wo sich die Klinge geöffnet hat. Ein Blick im Gelatin zeigt eigentlich einen sehr guten Schnittkanal überall. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennen kann, aber genau, die Grim Reaper ist komplett durch alles und steckt hier im Sand. Zum Glück habe ich den Sand mitgenommen. Die Montec ist gerade durch das Gelatin durch. Ich ziehe das mal komplett raus. Die German Kinetic ist komplett durch, Server ist komplett durch und die Dead Meat ist komplett durch. Ich habe alle getroffen, alle Pfeile sind rausgezogen. Lass mal schauen, wie die Schnittflächen aussehen. Hier nochmal das Holzbrett, worauf ich geschossen habe, damit wir nachher auch die ganzen Löcher einordnen können. Und ich glaube, wenn ich das alles richtig habe, war das. Also German Kinetic war in der Mitte. Genau, das war unten. Okay, also German Kinetic als erstes. Natürlich feststehende Spitze, super Loch. Und die 1,5 Zoll komplett durch. Dann hatte ich hier oben die G5 Montec. Drei feststehende Spitzen oder Schneiden. Auch ein sehr super gutes Loch. Oben die Grim Reaper. Also wirklich ein richtig großes Loch. Alle drei Klingen haben sich komplett geöffnet. Und wie ihr gesehen habt, steckt hier hinten in einen Sandsack. Unten habe ich die G5 Dead Meat. Hat sich auch komplett geöffnet, wie man hier sehen kann. Also in den drei Schneiden. Und unten habe ich die Server 1.5. Sieht man auch, die Gummis sind hier drin. Aber auch diese 1,5 Zoll Schnittfläche komplett durch. Wirklich durchgehend. Oh, ja, jetzt habe ich die Gelatine aus dem Eimer rausgeholt. Und nochmal die Hinterseite. Also German Kinetic, komplett durch wie erwartet. Dann Montec, relativ klein, aber auch kann ich sehen, die drei Klingen sauber den ganzen Weg durch. Hier unten hatte ich die Grim Reaper, also wahrscheinlich das größte Loch, wenn ich das so ein bisschen auseinanderziehe. Also das Gelatin ist richtig, richtig fest. Oben hatte ich die Dead Meat. Okay, vom Loch wahrscheinlich etwas kleiner als bei der G5 Montec. Doch, nee. Also ich habe die volle Schnittbreite. Und hier oben den Zweischneide, den Server 1.5 Titanium. Also ähnlich wie bei der German Kinetic,
1,5 Zoll glattes Loch durch. So von der Seite kann man alles noch schön sehen, die ganzen Wundkanäle. Also war ein spannender Test. Hoffe, ihr fandet es auch spannend. Bis bald, Weidmannsheil, und man sieht sich. Ciao.